Also wenn Eltern vereinbarungsgemäß ja, ihre Kinder bringen, ja, und es ist vereinbart, dass die Kinder zu bringen und zu übergeben sind, ja, dann beginnt die Aufsichtspflicht natürlich erst mit der Übergabe. Ja. Wenn also eine Mutter beispielsweise mit dem Auto ein Kind heranfährt und sagt, du weißt ja, wo es reingeht, und fährt weg. Das Kind dreht sich um, schaut und denkt sich, ach, schönes Wetter heute, warum soll ich da reingehen? Und macht sich auf den Weg und verunglückt. Die Verantwortung hat die Mutter, denn vereinbart ist, das Kind ist zu übergeben. Ich kann noch weitergehen. Eine Mutter bringt ihr Kind in den Kindergarten, zieht dem Kind den Mantel aus, in dieser Jahreszeit jetzt, unterhält sich mit der Nachbarin und das Kind rennt in der Gegend herum oder entschwindet wieder. Ja? Wer hat die Verantwortung dafür? Die Mutter. Denn das Kind ist noch nicht übergeben, so wie es vereinbart ist. Sie fragen, wann ist das Kind übergeben? Ja, dann, wenn die Mutter dieses Kind mit Blickaufnahme mit der Erzieherin, der Erzieherin übergibt.